Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war schon ein beeindruckender Auftritt, Herr Höhne. Herr Finanzminister, ich werde Sie jetzt schon mal vorab dafür loben, dass ich davon ausgehe, dass Sie dieses Programm Gute Schule 2020 für eines der wichtigsten und besten Ausbau- und Sanierungsprogramme des Landes bezeichnen werden, die dieses Land in den letzten zwei Jahrzehnten gesehen hat. Und das ist auch gut so. Und es ist auch eine gute Nachricht für die Kommunen, dass dieses Programm von Rot-Grün weitergeführt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass der Kollege Höhne mit diesem Programm fremdelt, war ja jetzt nicht zu überhören und nicht zu übersehen. Herr Kollege Höhne war ja noch kurz vor der Landtagswahl mit den Worten zu zitieren: Die Finanzierung dieses Programms ist intransparent, geschieht abseits des Landeshaushalts und somit des Parlaments. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, Herr Kollege Höhne. Der Verteilungsschlüssel, der bei der Kreditvergabe angelegt wird, ist falsch. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Sind Sie jetzt nach wie vor der Meinung, da würde ich auch gerne den Finanzminister um Auskunft bitten, ob Sie den Verteilungsschlüssel ändern wollen, also ob, wie Herr Lindner es bemängelt hat, Dortmund nicht mehr 94 Millionen Euro bekommen soll und Düsseldorf 32 Millionen Euro, obwohl die gleiche Schülerzahl haben wollen. Wollen Sie was an dem Verteilungsschlüssel ändern, weil ja die FDP nach wie vor mit diesem Programm fremdelt? Bitte ich um Auskunft. Was weitere, und Sie haben es ja auch bewertet, Herr Kollege Höhne, Sie haben gesagt, dieser Verteilungsschlüssel, der zu 50% aus Schulpauschale, zur anderen Hälfte aus der Finanzkraft der Kommunen besteht, führt dazu, dass vor allem SPD-geführte Städte im Ruhrgebiet davon profitieren. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, Herr Kollege Höhne. Sie haben doch jetzt die Gelegenheit, das zu ändern, oder haben Sie Ihre Meinung geändert, was gut wäre? Im Übrigen ist es auch gut deswegen, weil das Bundesprogramm KINFÖK 1 und 2 noch viel stärker nach der Finanzkraft der Kommunen schaut, was wir im Kern auch für richtig finden. Wir haben ja bewusst das Programm Gute Schule 2020 auch nach der Schülerinnenzahl gemacht, damit auch Städte wie zum Beispiel Düsseldorf davon überhaupt profitieren und eben auch andere Städte und Gemeinden im ländlichen Raum auch. Jetzt noch mal zwei Punkte zur sachlichen Auseinandersetzung mit dem Antrag. Die Ministerin selbst hat, wie ich finde, zum Teil in Unkenntnis der Sachlage. Und ich bin sehr erstaunt, dass sie jetzt nicht zu diesem Tagesordnungspunkt redet. Sie ist sowohl Bauministerin, es gibt im Wesentlichen baupolitische Fragen zu klären, als auch kommunalpolitische Fragen. Die Ministerin hat selbst gesagt, dass die Planungskapazitäten fehlen und dass das Programm eigentlich erweitert werden soll. Ich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ehrlich gesagt, bin nicht dieser Meinung. Ich finde, dieses Programm ist klug ausgestaltet. Herr Kollege Höhn hat zu Recht, wie ich finde, darauf hingewiesen, dass die NRW-Bank sehr viele Planungsleistungen bieten kann, gute Ansprechpartner ist und die Kommunen beraten kann. Das sollten wir nutzen. Wo ich allerdings nicht der Meinung von Herrn Höhn ist der Bereich der Planungskapazitäten. Da bin ich ganz der Meinung, wie die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten vortragen und wie es auch die CDU-Kommunalministerin Frau Scharrenbach vorträgt. Ich glaube, dass Sie mit der Analyse, Herr Höhne, recht haben, dass die Leute, dass es nicht in erster Linie Finanzproblem, ich sage mal in Mark und Cent, ist, was die Bestellung einzelner Stellen anbetrifft. Aber was schon ein Problem ist, ist, dass wir Bauingenieurinnen und Architektinnen zu den Preisen, die die öffentliche Dienste im Moment zahlen kann, zum Teil nicht in die Büros bekommen. Und deswegen wäre es, glaube ich, eine kluge Überlegung anzustellen, Pools zu bilden, zum Beispiel regionale Pools zu bilden, dort Planungsleistungen vorzuhalten und diese auch auszubauen. Warum kippen Sie das heute in Bausch und Bogen weg? Lassen Sie uns doch darüber diskutieren. Ich glaube, die CDU-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Planungsdezernenten hätten da einiges zu beizutragen zu dieser Fachfrage. Ich zumindest habe diese Rückmeldung immer wieder aus den Kommunen bekommen. Sehr gutes Programm, aber lasst uns bei den Planungskapazitäten zusammenarbeiten, damit wir die auch abgewickelt bekommen. Das ist eine sehr klare Ansage, die aus allen Städten und Gemeinden gekommen ist. Letzte Bemerkung, Herr Kollege, ist, dass ich sagen möchte, Sie haben ja unter Beweis gestellt, dass Sie sehr damit fremdeln, und Herr Oppendring hat ja auch drei Pirouetten gedreht, das zu machen. Dieses Programm ist es wert, vernünftig zu Ende geführt zu werden und die Städte und Gemeinden bei der Sanierung der Schulen nach vorne zu bringen. Machen Sie doch diesen Popanz. Die Landtagswahl ist vorbei. Lassen Sie uns sachlich mit diesem Programm auseinandersetzen, die Planungskapazitäten aufbauen und ansonsten die Segnung des Programms Gute Schule 2020 weiter ausbauen. Es ist ein gutes Programm. Es muss zu Ende geführt werden. Herzlichen Dank.